Hallo zusammen! Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, denn ich habe so einen mega, mega, mega tollen Trick für euch. Ihr werdet es nicht glauben können, zumindest war ich einfach total begeistert davon. Und zwar geht's, vielleicht könnt ihr es schon erahnen, um die Ecoline Brush Pens. Die sind super toll, super tolle Farbe vor allem. Die Spitze ist schön flexibel, aber wenn man die wirklich schon ein paar Jahre teilweise nutzt, dann sieht die Spitze nicht mehr so schön aus. Ich zeige es euch hier mal so im Vergleich. Das ist jetzt ein Stift, da ist die Spitze so ein bisschen abgenutzt. Man sieht, die ist vorne angeraut, damit kann man nicht mehr so perfekt und ideal lettern. Schon so ein bisschen eingeknickt auch und hier mal im Vergleich eine wunderbare niegelnagelneue Spitze. Schön glatt, damit kann man toll lettern. Und es ist natürlich schade drum, diese Stifte hier nicht mehr zu nutzen, denn da ist teilweise immer noch super viel Tinte im Stift. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der absolute Knaller. Ihr könnt diesen Stift sozusagen wieder neu zaubern. Und zwar müsst ihr einfach nur hier oben das obere Teil mit der Spitze einmal abdrehen. Und jetzt haltet euch fest. Auf der anderen Seite ist eine zweite Spitze. Ich finde, das ist einfach genial. Wenn ihr das austauschen wollt, stellt vorsichtig diesen Teil des Stiftes beiseite, denn da ist wirklich flüssige Tinte drin. Also wenn die euch ausläuft, wäre der Schreibtisch bei meinem Fall, bei diesem Stift, Mensch, pink. Das wollen wir nicht. Ihr könnt dann einfach, ich nehme jetzt hier einfach mal, ihr seht schon, meine Finger sind schmutzig, meine Finger, ihr könnt diese Spitze dann einfach zack rausziehen, einmal drehen und wieder hineinstecken und durchschieben. Und schon habt ihr auf dieser Seite eine niegelnagelneue Spitze. Dann einfach nur hier wieder zuschrauben und schon könnt ihr mit einem neuen Stift sozusagen drauf loslettern. Ich zeige es euch hier und da seht ihr auch, wie unglaublich genial die Farbe ist von diesen Stiften. Wow! So, ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich hoffe, es war auch für euch die super Wow-Erkenntnis. Das Ganze geht im Übrigen auch bei den Edding-Stiften. Bei dem weiteren, den ich es probiert habe, waren die Stabilos und die Karins, da geht es nicht. Aber ich dachte, ich teste gleich mal alle Stifte durch, wo dieses ganze coole Doppelspitzenprinzip funktioniert. Aber das ist eben die Erkenntnis, bei den Ecoline-Stiften geht's. Wuhu! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir freuen uns riesig, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Ansonsten findest du uns natürlich auch bei Instagram oder besuch doch unseren Shop. Da gibt's alle Stifte, die wir hier vorstellen. Falls du Interesse hast, haben wir natürlich auch viele weitere Stifte, Tests und Videos in unserer Playlist.